Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier beim Journal auf RegioTV Bodensee. Wir haben heute diese Themen für Sie. Reform. Berufsschüler und Lehrer im gesamten Landkreis Ravensburg werden neu verteilt. Eishockey. Können die Ravensburg Tower Stars ihre Erfolgsphase fortführen? Vollzeit Nikolaus. Interview mit dem Heiligen von Myra. Und die Sonne scheint den ganzen Tag, aber die Nacht hat Glatteis gebracht. 2 Tage liegt ein Mann tot in seinem Badezimmer. Dann werden Nachbarn auf ein brennendes Licht aufmerksam und informieren die Familie. In die Trauer der Angehörigen mischt sich schnell ein anderes Gefühl. Wut. Denn für genau diesen Fall hatte die Familie ein Hausnotrufsystem bei Matheser Hilfsdienst einrichten lassen. Theresa Knann berichtet. Es ist eine Situation, wie sie tausendfach in Deutschland vorkommt. Ein alter Mensch lebt allein, ist noch fit genug, sich selbst zu versorgen. Seine Kinder können nicht jeden Tag nach ihm schauen und verlassen sich auf sogenannte Hausnotrufsysteme. Der Senior drückt jeden Tag auf einen Knopf und signalisiert damit einem Hilfsdienst, dass es ihm gut geht. Drückt er ihn nicht, wird ein Alarm ausgelöst. Auch Martina Sulzer, die ihren echten Namen nicht nennen will, hat für ihren Vater ein solches Hausnotrufsystem vom Malteser Hilfsdienst einrichten lassen. 2 Jahre lang drückt ihr Vater auf die sogenannte Tagestaste, jeden Tag. Im Oktober 2015 bricht er zusammen, drückt die Taste nicht mehr. Doch der Alarm bleibt aus. Von den Maltesern kommt keine Reaktion. Erst Tage später wird ihr Vater tot in seinem Badezimmer gefunden. Damit ist genau das passiert, was man sich eigentlich erhofft hat, was nach dem Notrufsystem nie passieren durfte. Nämlich, dass der Vater, nachdem er zusammengebrochen war, vielleicht stundenlang, vielleicht sogar 2 Tage lang hilflos auf dem Boden lag und niemand ist gekommen. Ich habe das nicht verstanden, weil spätestens Montagmorgens hätte der Malteser Hilfsdienst auf der Matte stehen müssen und nachschauen müssen, warum die Tagestaste von meinem Vater nicht bedient wurde. Martina Sulzer recherchiert und erfährt, wie das System Tagestaste bei den Maltesern funktioniert. Der Senior muss die Taste regelmäßig, das heißt innerhalb von 24 Stunden drücken. Erst wenn die Taste nicht gedrückt wird, wird ein Alarmsignal an die Malteser gesendet. Martina Sulzer erfährt bei ihrer Recherche auch, die Tagestaste ihres Vaters war bei den Maltesern gar nicht einprogrammiert. Das Alarmsignal konnte deshalb nicht in der Malteserzentrale ankommen. Die Malteser geben zu, einen Fehler gemacht zu haben, welchen genau, wissen sie aber nicht. Da ist irgendein Fehler passiert. Menschliches Versagen oder technisches Versagen. Wir können es heute nicht mehr genau feststellen und es entspricht in keinster Weise den Qualitätsansprüchen, die wir Malteser normalerweise an uns und unsere Arbeit stellen. Und es ist uns natürlich und allen Verantwortlichen ein ganz großes Anliegen, dass das Gespräch, auch wenn jetzt einige Zeit vergangen ist, dass das Gespräch mit der Familie des Verstorbenen fortgesetzt bzw. wieder aufgenommen wird. Die Malteser zeigen sich jetzt gesprächsbereit, doch das war nicht immer so. Die Malteser haben dann irgendwann das Gespräch abgebrochen und haben den ganzen Vorgang ihrer Versicherung gemeldet und haben zu uns auch gesagt, sie wollen erst wieder tätig werden, wenn die Versicherer sich geäußert haben. Und diese Weiterleitung, das war also das nächste große Ärgernis, weil von den Versicherungen haben wir seit 1,5 Jahren nichts mehr gehört. Immer wieder wird Martina Sulzer vertröstet. Erst als sie die Presse einschaltet, melden sich die Malteser wieder. Doch für Martina Sulzer ist die Zeit der Gespräche ohnehin vorbei, sagt sie. Sie will, dass sich etwas verändert, dass die Angehörigen selbst überprüfen können, ob ein Gerät richtig funktioniert oder nicht, dass sich das, was ihrem Vater passiert ist, nie mehr wiederholt. Es ist ein einmaliger Vorfall in der Region. In Radolfzell haben 14 Stadträte von CDU, Grünen und SPD in einem offenen Brief schwere Vorwürfe gegen Oberbürgermeister Martin Stab erhoben. Unliebsame Mitarbeiter würden dazu gedrängt zu kündigen. Die Personalführung im Rathaus sei eine Machtdemonstration, heißt es darin. Die Stadträte sprechen sogar von illegalen Gesprächsaufzeichnungen. Der OB selbst weist die Vorwürfe zurück. Der Fall geht jetzt an die Staatsanwaltschaft Konstanz. Sie muss prüfen, ob Ermittlungen aufgenommen werden. Und jetzt zu weiteren Nachrichten aus der Region für Sie.
Feuerwehrmann bei Sturmeinsatz verletzt. Ein Feuerwehrmann ist bei einem Sturmeinsatz auf einer Straße bei Bad Saulgau im Kreis Sigmaringen schwer verletzt worden. Am Donnerstagmorgen hatte der Mann mit einer Motorsäge an einem Baum gearbeitet, der quer über der Straße lag. Dabei löste sich ein großes Stück des Baumes, das sein Bein verletzte und einklemmte. Zu diesem Zeitpunkt lagen mehrere umgestürzte Bäume auf der Straße. Autofahrer saßen fest und waren wegen des anhaltenden Sturms im Waldstück gefährdet. Der Feuerwehrmann befindet sich derzeit im Krankenhaus. Ob es notwendig ist, ihn in eine Spezialklinik zu verlegen, wird derzeit geprüft. Baumfällungen in Weingarten. Im Stadtwald Weingarten werden derzeit zwischen 250 und 300 Bäume gefällt. Insgesamt werden so rund 450 Kubikmeter Holz geschlagen. Obwohl längst nicht alle gefällten Bäume krank oder alt sind, soll so Platz für andere Bäume geschaffen werden. Laut Landratsamt gehören die Arbeiten zu einem 10-jährigen Turnus, in dem insgesamt mehr Bäume nachwachsen als gefällt werden. Das will SPD-Stadträtin Doris Spieß nicht glauben. Sie will im Gemeinderat deshalb zeitnah einen Antrag auf Umwandlung des Wirtschaftswaldes in einen Erholungswald stellen, um den Baumfällungen mittelfristig Einhalt zu gebieten. Lindau-Park will erweitern. Der Lindauer Stadtrat hat das Verfahren für die Erweiterung des Lindau-Parks gestartet. Eigentümer Thomas Feneberg plant 5000 Quadratmeter zusätzliche Verkaufsflächen und weitere Parkplätze. Die Erweiterung ist als nördlicher Anbau an das Einkaufszentrum im Stadtteil Reutin gedacht. Die Regierung von Schwaben prüft nun im Raumordnungsverfahren die Folgen der Erweiterung auf umliegende Städte und Gemeinden. Außerdem will die Stadt die Folgen einer Erweiterung auf die Insel durch ein Fachbüro prüfen lassen. Beides wird etwa ein halbes Jahr dauern. Therme wieder auf Tagesordnung. Der Lindauer Stadtrat hat erneut über die geplante Therme abgestimmt. Um einen möglichen Klagegrund wegen eines Formfehlers zu vermeiden, mussten die Räte einen Beschluss aus dem September wiederholen. Währenddessen schreitet der Abriss des alten Freibades im Eichwald weiter voran. Noch vor Weihnachten erwartet die Stadt die Zustimmung der Regierung von Schwaben zu dem Vorhaben. Dann soll zu Jahresbeginn die Baugenehmigung erfolgen. Die wiederum ist Voraussetzung dafür, dass die Stadt Ende Februar die 21 Bäume fällen darf, die der Therme weichen müssen. Wieder einmal stapeln sich Brettspiele, Gutscheine und Lebensmittel in Manuela Pietz' Wohnzimmer. Der Grund? Zum 9. Mal hat sie zu ihrer Weihnachtspäckchenaktion aufgerufen und etliche Spenden sind bei ihr eingegangen. Neben rund 2000 Euro an Spendengeldern finden sich auch Spielsachen und Kartons voller Lebensmittel auf dem Spendenberg wieder. In den kommenden Tagen verteilt die Bad Waldseherin die Geschenke an bedürftige Familien und Sozialeinrichtungen. Darunter das Sozialamt, der Kontaktladen in Ravensburg und das Pestalozzi-Kinderheim in Stockach. Sturmgefahr in Lindau. Die Lindauer Hafenweihnacht hat in diesem Jahr kein Glück mit dem Wetter. Bereits am vergangenen Sonntag wurde der Platz wegen heftigem Wind geräumt. Nun droht laut deutschem Wetterdienst schon wieder ein Sturm mit Böen bis zu 85 Stundenkilometern. Die Verantwortlichen des Kulturamts entschieden deshalb bereits am Mittwoch, den Markt auch heute zu schließen. Willkommen zurück hier im Journal. Der Landkreis Ravensburg macht ernst bei der Strukturreform der beruflichen Schulen. Bisher wurden die neuen Pläne ausschließlich hinter den Kulissen besprochen. Mittlerweile sind die Schulen im Kreis offiziell informiert worden und nicht alle glücklich darüber. Wie weit die Pläne sind und was sie für Lehrer und Schüler bedeuten, das weiß Journalreporterin Rahe Krömer. Das berufliche Schulzentrum in Wangen. Hier werden zum Beispiel Kfz-Mechatroniker ausgebildet. Noch, denn der Landkreis Ravensburg möchte das Berufsschulangebot im gesamten Kreis neu strukturieren. Kernpunkt des Konzeptes ist die Konzentration von Ausbildungsangeboten an den unterschiedlichen Standorten. Durch die zurückgehenden Schülerzahlen gibt es eine Grenze von 16 Schülern pro Ausbildungsgang. Wenn diese Grenze 3 Jahre unterschritten wird, dann schickt das Regierungspräsidium keine Lehrer mehr für diesen Ausbildungsgang an die Schule. Mit diesem Konzept wollen wir erreichen, dass alle Standorte stabile Klassen erreichen. Neben einigen kleineren Veränderungen geht es bei der Reform vor allem darum. Der Landkreis möchte Leutkirch zum Industrie 4.0 Standort machen. Bedeutet, Wangen verliert alle technischen Berufe wie Kfz-Mechatronik und Elektrotechnik.
Im Gegenzug soll das berufliche Schulzentrum Wangen zum Kompetenzzentrum Milch- und Agrarwirtschaft Allgäu werden. Ravensburg und Leutkirch verlieren die Ausbildungen zum Landwirt und die Agrarwissenschaften. Außerdem soll auch die gesamte Pflege im Allgäu in Wangen unterrichtet werden. Hier verliert Leutkirch Ausbildungsgänge wie Altenpflege. Hauswirtschaft soll hingegen komplett in Ravensburg gebündelt werden. Leutkirch verliert den entsprechenden Ausbildungsgang. Es gibt allerdings auch noch zwei abgeschwächte Varianten des Modells. Mittlerweile sind die Schulen über die Pläne unterrichtet worden. Seitdem gibt es dem Vernehmen nach Unruhe in manchen Kollegien, wird von Gewinner- und Verliererstandorten gesprochen. Das ist ein Qualitätskonzept und kein Sparkonzept. Es geht nicht darum, Lehrer einzusparen oder zu sparen, dass wir jetzt weniger investieren, sondern im Gegenteil, wir wollen ja kräftig investieren. Und wir wollen ja alle Ausbildungsgänge im Landkreis erhalten und dadurch wird auch keine Lehrerstelle abgebaut. Der Kreistag soll bereits in der Sitzung am 25. Januar über die Neustrukturierung entscheiden, damit die Reform mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 umgesetzt werden kann. Die Ravensburg Tower Stars haben einen richtigen Lauf. 7 der letzten 8 Spiele haben sie in der DEL 2 zuletzt gewonnen. Den nächsten Sieg wollen sie am Freitagabend im Auswärtsspiel beim SC Riesersee holen. Am Sonntag empfangen die Tower Stars dann den EC Bad Nauheim. Die Ravensburg Tower Stars sind im Moment richtig gut drauf. 7 der letzten 8 Spiele in der DEL 2 hat die Mannschaft von Trainer Jirschi Ehrenberger gewonnen. Nach kräftezehrenden Wochen gab es zuletzt ein paar ruhigere Tage. Regeneration war am Montag und Dienstag angesagt. Jetzt gilt aber wieder die volle Konzentration den nächsten Aufgaben. Ein richtungsweisendes Spiel ist die Begegnung am Freitagabend gegen den SC Riesersee. Was ich mir wünsche, oder, ja, dass die Mannschaft weiterhin so kampfbereit spielt, na, dass die Jungs ja, in jedem Wechsel sehr gut kämpfen, na, und dann kann das immer zum Erfolg führen. Na, aber ich sage, na, das ist uns eben jetzt in den letzten Spielen gelungen, na, dass wir 60 Minuten oder in Unterzahl sehr gut gekämpft haben. Na, und deshalb stehen wir jetzt auch irgendwo in dem Bereich um den 6. Platz. Na, und das wünsche ich mir natürlich auch für morgen, na, weil Riesersee gehört auch zu den Mannschaften, die berechtigt irgendwo mit dem 6. oder mit den Top 6 kalkulieren. Na, und da müssen wir schauen, ja, dass wir weiterhin dabei bleiben. Na. Die Ravensburg Tower Stars wollen dort, wo sie sich in der Tabelle gerade befinden, unbedingt bis zum Ende der Hauptrunde bleiben. So gut die Stimmung in der Mannschaft ist, so schwer wiegen einige Ausfälle. Besonders die beiden Verteidiger Raphael Kapzan und Andrei Possivil fehlen sehr. Für die anderen Spieler heißt das aber zusammenstehen und gemeinsam kämpfen. Kapitän Vinzenz Meyer geht mit gutem Beispiel voran, übernimmt eine Doppelrolle und spielt offensiv wie defensiv. Damit die restliche Saison der Tower Stars so erfolgreich verläuft wie in den vergangenen Wochen. Die Skicrosserin Celia Funkler aus Nenningen bei Tuttlingen hat die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele geschafft. Beim zweiten Skicross-Weltcup des Olympiawinters in Arosa fuhr sie auf Rang 7. Damit wird die erst 19-Jährige bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang in Südkorea im Februar starten. Die Nenningerin hatte bereits bei den Olympischen Jugendwinterspielen in Lillehammer in Norwegen 2016 im Teamwettbewerb mit der deutschen Mannschaft im Skicross überzeugen können. Da holte sie Gold. Und jetzt zu weiteren Meldungen aus dem Sport. Zum Rückrundenstart in der Volleyball-Regionalliga empfängt die TG Bad Waldsee einen dicken Brocken. Die Rottenburg Rangers sind am Samstag um 19 Uhr zu Gast. Den Waldseern ist die 0:3-Niederlage in Rottenburg zum Saisonstart noch in schlechter Erinnerung. Am Samstag will die TG eine deutlich bessere Leistung abliefern. Ende eines Jahres lädt der Weltverband in den olympischen Gewichtsklassen die weltweit erfolgreichsten 15 Sportler zum Grand Prix-Finale. Dieses Jahr wurden vom Bodensee-Schulsportverein Friedrichshafen Ines Tavida, Yassin Trabelsi und Razak Alfaga von der World Taekwondo nach Abidjan an der Elfenbeinküste geladen. Markus Kohlöffel war als Trainer vor Ort. Der ASV Nenningen bestreitet in der deutschen Ringerliga am Freitag seinen letzten Kampf in diesem Jahr. Die Athleten des dreimaligen deutschen Meisters sind beim KSV Ispringen zu Gast.
In den ersten beiden Duellen gab es für die Nenninger zwei herbe Niederlagen. Die ASV-Ringer müssen gewinnen, wenn sie ihre Chancen auf die Finalteilnahme wahren wollen. Kampfbeginn in Ispringen ist am Freitag um 20.30 Uhr. Im neuen Jahr geht es für die Nenninger am 5. Januar weiter. Der Nikolaustag liegt zwar schon rund eine Woche zurück, es gibt da aber einen Mann, der ist das ganze Jahr über Nikolaus. Warum Wolfgang Kimmich-Liebe mit Mitra und Stab weltweit als Heiliger von Myra, also als historischer Nikolaus unterwegs ist, hat er meiner Kollegin Helena Golz erzählt. Sie hat ihn in Tuttlingen getroffen. Soll ich Sie denn jetzt ansprechen? Mit Nikolaus oder mit Herr Kimmich-Liebe? Naja, jetzt habe ich es gewandt natürlich ja an, dann dürfen Sie auch Nikolaus zu mir sagen. Wenn man schon Ehrenbürger dieser Stadt in Myra ist, dann darf man auch der Nikolaus sein. Wie sind Sie denn zum Nikolaus geworden? Meine Mutter lag im Krankenhaus wegen ihrer Galle und neben ihr lag eine hochbetagte Frau und die hat kein Wort rausgesprochen oder ausgesprochen. Dann habe ich mich zu ihr hingesetzt und habe einfach ihre Hand gehalten und habe gesagt, alles wird gut. Dann hat sie sich zu mir gewandt und hat zu mir gesagt, Weihnachtsmann. Und dann sah ich mich ein bisschen, ja, veräppelt aus. Und dann bin ich zu meiner Mutter und habe gesagt, jö, sie redet doch, sie sagt Weihnachtsmann zu mir. Und dann kam die Antwort meines Lebens, aus dir gäbe es aber ein guter Nikolaus. Und ab dem Zeitpunkt, ja, wurde ich Nikolaus. Und Sie waren schon überall auf der Welt unterwegs. Wie kommt das? Naja gut, wie kommt das? Einmal ist es so, dass man sich für die Menschen interessiert, dass man in die Krankenhäuser geht, Kindergarten, in die alten Pflegeheime und so weiter und versucht eben bei den Menschen Gutes zu tun. Und ja, ich möchte ein Beispiel dafür sein, wie Krankenschwestern das auch machen. Aber international ist natürlich sehr wichtig, dass sie dann auch einen Sponsor haben, der ihnen auch hilft dabei, sodass sie auch die Pflege und die Hotelzimmer bezahlen bekommen. Ja. Wo waren Sie denn dann schon überall? Ja, Sie können in Europa alles rechnen, ja, auch Russland gesehen. Interessant ist natürlich Südamerika, Palästina, Israel, Gaza. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Dann ist New York zweimal gewesen, weil wir dort auch viele Krankenhäuser haben. Und dann natürlich auch Brasilien. Ich bin schon 63 Jahre und hoffe bei Gott, ich darf noch ein bisschen auf dieser Erde bleiben, dass ich noch viele, viele Länder besuchen kann. Werden Sie dann eingeladen oder fahren Sie einfach los? Nein, nein. Sie müssen natürlich Kontakt haben mit den Leuten und auch in jedem Land einen Dolmetscher haben. Das ist ganz wichtig. Ich habe immer so zwischen 280 und 350 Einladungen aus aller Welt, auch aus Nordkorea. Und jetzt waren Sie ja auch in unserer Region zuletzt unterwegs, in Sigmaringen. Ja. Wie war das? Wo waren Sie da? Ja, da waren wir im Altenpflegeheim und es war auch ganz, ganz arg toll, das allererste Mal. Und wenn ich als erste Mal komme, dann ist man immer ein bisschen skeptisch. Ne? Was macht er jetzt da? Und wir haben sehr gut zueinander gefunden. Und dann haben wir gesungen, wir haben in Gedanken Schneemänner gebaut, wir haben uns eine Schneeballschlacht geleistet. Alles in Gedanken mit den alten Menschen. Ich habe eine Geschichte aus Myra erzählt und es war einfach wunderschön, nach 2 Stunden zu gehen und die Menschen zufrieden, ja, auf Weihnachten vorzubereiten. Viele verwechseln ja den Weihnachtsmann mit dem Nikolaus. Was ist denn der Unterschied? Ja gut, der Nikolaus selber im 3. Jahrhundert und der Abt von Sion im 5. Jahrhundert, die haben ja existiert. Die haben ja Gutes getan zur damaligen Zeit. Jetzt der Weihnachtsmann, ja, den haben wir aus unserem Geist her erfunden. Und Brenz und Luther haben es natürlich auch ganz geschickt mit dem Christkind auf den Heiligen Abend gelegt. Währenddessen natürlich der Nikolaus, der ist in der Vorweihnachtszeit da. Und da freuen sich die Kinder, wenn ich ihnen was in die Stiefel tue. Lieber Nikolaus, vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Oberschwaben hat eine reiche Regionalgeschichte. Alle 2 Jahre wird sie in der Zeitschrift Ulm und Oberschwaben aufgearbeitet. Jetzt ist ein neuer Band erschienen, in dem sie beispielsweise über steinzeitliche Funde auf der Blaubeurer Alb oder über das Geheimnis einer barocken Tischuhr im Schloss Tettnang lesen können. Weitere Kulturmeldungen sehen Sie jetzt. Er ist der tollkühnste Abenteurer der Kinderliteratur. Der Junge, der nicht erwachsen werden will, hat sich als Held aller Kindsköpfe in die Herzen kleiner und großer Träumer geschlichen. Nun kommt die Geschichte von Peter Pan in einer Musical-Adaption auf die Bühne.
Wie in der Buchvorlage begegnet die kleine Wendy Peter Pan am offenen Fenster ihres Zimmers. Gemeinsam mit der aufmüpfigen Fee Tinkerbell machen sie sich auf in das Land der Fantasie. Doch die anfängliche Lebensfreude und Unbeschwertheit wird bedroht, als der gefürchtete Captain Hook die Bühne betritt. Zu sehen am 30. Dezember um 15 Uhr im Konzerthaus Ravensburg. Das britische Pop-Idol schlechthin, Sir Elton John, gastiert am Samstag in Friedrichshafen. Und es gibt noch Karten. Fans können sich auf über 2 Stunden Programm mit weltweit erfolgreichen Hits wie Your Song, Rocket Man oder Candle in the Wind freuen. Neben der musikalischen Reise in die Vergangenheit gibt Elton John aber auch Lieder aus seinem aktuellen Top-10-Album Wonderful Crazy Night zum Besten. Jedes Jahr stellen Künstler der Region und Mitglieder des Kunstkreises Tuttlingen ihre Arbeiten in der Städtischen Galerie aus. Das ist Tuttlinger Tradition. Was dabei entsteht, ist eine facettenreiche, bunte Ausstellung von Gemälden oder Skulpturen. Die Werke bezeugen ein reiches und vielfältiges Kunstschaffen in der Region. Eine Jury aus Mitgliedern des Tuttlinger Gemeinderats und Vertretern des Kunstlebens hat die Werke ausgewählt. Sie sind noch bis zum 22. Dezember in der Galerie zu sehen. Blauer Himmel heute über Tuttlingen. Aber auf den Straßen, da mussten sie aufpassen. Durch Minusgrade in der Nacht gab es an vielen Stellen Glatteis und mancher Spaziergang wurde zur Rutschpartie. Wie es die kommenden Tage aussieht, sehen Sie jetzt. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Ja, das war heute wirklich ein turbulenter Start in den Tag. Es gab Sturm und Gewitter. Auf der Alp im Schwarzwald wurden sogar orkanartige Böen registriert. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger, aber auch kälter. Aus Nordwesten kommt jetzt nämlich wieder Polarluft aus der Arktis zu uns. Die Temperaturen steigen am Freitag nur noch auf 2 bis maximal 7 Grad. Es bleibt schon noch leicht wechselhaft. Es ziehen da ein paar Schauer durch, die fallen in tieferen Lagen als Regen, in den höheren Lagen als Schnee. Am freundlichsten wird es im Südosten. In der Nacht auf Freitag, da regnet und schneit, ist aber teilweise noch recht ordentlich bei uns in der Region. Da müssen wir auch mit glatten Straßen rechnen. Tagsüber ziehen die Regen- und Schneefälle aber rasch ab und dann wird es richtig schön. Es gibt dann oft sogar strahlenden Sonnenschein. Nur Richtung Alp sind ein paar Schauer unterwegs. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 6 Grad. Am Wochenende gibt es wieder mehr Schauer. Die fallen dann aber bis in die tieferen Lagen als Schnee. Die Temperaturen, die gehen nämlich zurück. Am 3. Advent bekommen wir nur noch maximal 1 Grad. In den Nächten wird es wieder verbreitet frostig. Zum Start in die neue Woche gibt es kurzzeitig mal Tauwetter. Danach beruhigt sich das Wetter allerdings schon wieder. Also am Dienstag lassen die Schauer nach. Am Mittwoch bleibt es dann schon wieder trocken. Und die Temperaturen, die gehen auch schon wieder ein bisschen zurück. Der Staat Libanon im Mittleren Osten hat rund 4 Millionen Einwohner. Zurzeit kommen dazu noch mal 1,5 Millionen Flüchtlinge. Kein anderes Land hat im Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl so viele Flüchtlinge aufgenommen. Für das kleine Land eine enorme Belastung. Eine Gruppe aus dem Allgäu will deshalb helfen und ist in den Libanon gereist. Morgen sehen Sie hier bei uns, welche Erfahrungen die Allgäuer dabei gemacht haben. Bis dahin einen schönen Abend.